miteinander. Die Session, die Vortragenden vor Glanz haben alle eine Brille, ich auch. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch herzlich auf dem Cannstatter Marktplatz. Hier am Cannstatter Marktplatz. Ja gut, danke. So besser? Danke. Hier am Cannstatter Marktplatz, wo einst Mineralwasserquellschopf war, die sogenannte Rathaus Sulz. Und wo wir bei der Renovierung dieses Rathauses hier am überraschend Probleme mit Martoline bekommen hat. Also der Ort ist sehr gut gewählt. Ich wurde gebeten, zum Stand der Dinge was zu sagen, aber es geht heute gar nicht ohne einen kurzen Rückblick auf die Erörterung zum Thema Verdopplung oder Erhöhung der Grundwassermengen. Eine für mich immer noch unglaubliche Verhöhnung aller betroffenen Einwender durch befangene Ämter. Jetzt muss ich kurz aus dem Anhörungsbericht zitieren, was schreibt das Regierungspräsidium abschließend zu dieser Erörterung. Die dauerhaften Umweltauswirkungen des Vorhabens bleiben unter Einhaltung der vorgeschlagenen Nebenbestimmungen bei den beantragten Planänderungen wasserwirtschaftlich relevanter Tatbestände im Vergleich zur bestehenden Planfeststellung weitgehend unverändert. Weitere erhebliche Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten. Der Bericht des Regierungspräsidiums übernimmt mit einer Ausnahme, das ist diese Turmkrönung des Bahnhofsturms, durchweg alle von der Bahn vorgetragenen Standpunkte. Dieser Bericht ist nichts anderes als eine Absolution für die Bahn und eine Steinvorlage fürs EBA. Ich habe das ganze Verfahren mit durchgemacht und dieser Bericht selber wirft er mich nur eins auf, er wirft die Befangenheitsfrage auf. Kann das Regierungspräsidium, das der Projektförderungspflicht unterworfen ist und selber bei der Entwicklung der Grundwassermodelle mitgewirkt hat, überhaupt unbefangen handeln? Ich behaupte, es kann es nicht. Warum haben sonst die Verantwortung des Regierungspräsidiums mit gezieltem Zeitdruck zahlreiche Themen und Punkte unter den Tisch fallen lassen und verfassen schließlich diesen offenkundig einseitigen Bericht? Dasselbe gilt für die Befangenheit der Fachbehörden und des Landesgutachters Grundwasser, die auch auf der Hand liegt. Durch eine langjährige und sehr intensive Einbindung in die beiden Arbeitskreise zu den geplanten Grundwassereingriffen haben beide ihre Neutralität aufgegeben. Die Stellungnahme der Fachbehörden waren und sind nichts anderes als reine Placebos. Ständige Kompromisse über den Pilotversuch Grundwassermanagement oder die Mineralwasserströme im Untergrund sind aktenkundig und wurden schon vor den Stellungnahmen, das ist ganz wichtig, vor den Stellungnahmen in Arbeitskreisen abschließend erzielt und abgestimmt. Diese Kompromisse ersetzen genaue wissenschaftliche Untersuchungen und entschärften projektgefährdende Meinungsverschiedenheiten. Mit einer solchen Hinterzimmerpraxis werden wissenschaftliche und demokratische Mindeststandards unterlaufen. Jetzt, warum ich eigentlich eingeladen bin, zu Mineralwasser und zur Geologie. Es gibt neue Zauberworte der Planer von Stuttgart 21 und die heißen Anpassung der wasserrechtlichen Erlaubnisse oder auch vorauseilende Erkundung. Das heißt auf Deutsch nichts anderes, man pumpt und buddelt drauf los und hofft, die Probleme irgendwie bewältigen zu können. Genau das segnen letztendlich alle beteiligten Behörden ab. Das beste Beispiel hierfür, das Gebäude der Landeswasserversorgung im Kernerviertel. Hier beruht die Berechnung der Hangstabilität auf Professor Wittke. Prinzipiell ist es gegen einzuwenden, der Mann ist Bauingenieur, aber
Die zuständige Fachbehörde, das Landesamt für Geologie und Rohstoffe Baden-Württemberg, hat festgestellt in ihrer Stellungnahme, dass seine Berechnung auf falschen Daten zur Gesteinsfestigkeit beruht, was vom Bund, BUND, auch bei der Erdrung eingewandt wurde. Dieser erhebliche fachliche Mangel wurde im Erdrungsbericht des Regierungspräsidiums nicht einmal erwähnt, geschweige denn bemängelt. Und noch ein Beispiel aus dem Kerner Viertel, wenn wir in Cannstatt sind, aber schöne Beispiele. Die Hangstabilität im Kerner Viertel soll, also die Hangstabilität in Bezug auf mögliche Hangrutschungen, soll nach Angaben der Bahn durch eine, nach meiner Einschätzung, völlig falsch platzierte Messsonde ausreichend dokumentiert und gesichert sein. Es gibt aber konkrete Forschungsergebnisse über den ganz neuen Katzenberg-Tunnel, die haben ergeben, dass einzelne Messsonden niemals ausreichen und nur mehrjährige Messnetze eingesetzt werden müssten. Dieser aktuelle Stand der Technik wird vom Regierungspräsidium auch völlig ignoriert und den Bewohnern des Kerner Viertels und auch anderen Hangbewohnern in Stuttgart fahrlässig vorenthalten. Für mich ist das ein Riesenskandal. Und von wegen Verdopplung der Grundwassermengen. Im Falle der Grundwassermanipulation, das sage ich jetzt auch mal, sollen nämlich letztendlich unabsehbare nach oben offene Grundwasserabpumpmengen genehmigt werden. Das ist nach dem Umweltrecht nicht möglich, aber systematisch für Stuttgart 21. Der Bund hat zu Begutachtung der Grundwassereingriffe den sehr erfahrenen Grundwasser- und Geologie-Sachverständigen Herrn Dr. Lueger, der machte seit 1985 beauftragt, sich langfristig, also nicht kurz irgendwie und intensiv, mit den Grundwasserplanen von S21 zu beschäftigen. Ich lese mal ein paar Bewertungen aus seinen aus seinem Gutachten vor, die Dr. Lueger bezüglich der in der Ordnung vorgetragenen und in der Planung niedergelegten Grundwasserplanung gemacht hat. Dr. Lueger sagt, dem Grundwassermodell liegen auf allen Ebenen zahlreiche tatsachenwidrige und unrealistische Eingangsdaten zugrunde. Schon allein aus diesem Grund ist das Grundwassermodell unbrauchbar und nicht in der Lage, die Auswirkungen der baubedingten Maßnahmen zutreffend vorherzusagen. Die hydrologischen Eigenschaften der geologischen Störungen sind den Modellbearbeitern bisher nicht bekannt und haben im Modell keinen Eingang gefunden. Nächstes Zitat, bin gleich fertig. Angesichts der, wir können es ähnlich fortsetzen, aber es sind die wichtigsten, angesichts der teils massiven Diskrepanzen zwischen den beiden Grundwassermodellen steht die Aussagekraft der Prognosen insgesamt in Frage. Sie können keinesfalls als belastbare Grundlage für das geplante Grundwassermanagement angesehen werden. Und jetzt das letzte Zitat, vielleicht das Entscheidende. Das Behördenmodell ist zur Prüfung des Modells des Vorhabenträgers unbrauchbar. Also alle beiden Modelle taugen nicht, sind falsch. Für unser Mineralwasser lässt sich überhaupt nichts Gutes erahnen. Dr. Lueger wird übrigens im gesamten Erörterungsbericht des Regierungspräsidiums übrigens namentlich nicht erwähnt, sondern lediglich als Berater des BUND herabqualifiziert. Eine absolute Frechheit. Und jetzt kommt es, wenn man diesen ganzen Brief- und Gutachtenverkehr dann anguckt und durchliest, Dr. Luegers fachliche Urteile wurden allesamt vom RP zurückgewiesen. Man hat sich vollkommen auf die Darlegung der Bahn festgelegt. Jetzt komme ich zum Ende mit noch ein paar weiteren Sachen, die geologisch von Bedeutung sind. Es gibt nämlich geologisch noch viel mehr kritische Punkte, die auch im Rahmen der Erörterungsverhandlung angesprochen wurden.
zum Beispiel die geplante Neckar-Untertunnel bei Untertürkheim, über den wohl enormen, in den Unterlagen bisher, in den Planungsunterlagen bisher nirgends erwähnten Mineralwasserströmen aus dem Bereich von Esslingen. Und es gibt keinerlei Berücksichtigung der ständig neuen Planänderungen, die das Grundwassermanagement betreffen, wie zum Beispiel den Hesenbach-Düger. Diese Sachen werden ignoriert, um hier nur die wichtigsten zu nennen. Das alles zeigt die Befangenheit der öffentlichen Behörden deutlich und lässt oft am Sinn aller Bemühungen zweifeln. Da hat es die Buddenstadt-Denken-Fraktion deutlich leichter als wir. Sie können sich über scheinheilige Pseudotunnelanstiche von irgendwelchen zweitrangigen Rettungsstollen freuen, bei denen die heilige Barbara vom Tunnelfilz gemeinschaftlich fröhlich missbraucht wird. Wer solche grob unnötigen und gefährlichen Tunnel graben will, gefährdet in Wirklichkeit leichtfertig Leben und Eigentum und hat den Segen der Kirche niemals verdient. Aber alle sachkundigen und fundierten Argumente von uns sind protokolliert. Sie werden ihre Wirkung noch entfalten. Das verspreche ich euch. Vor Gericht und vor allem auch in der Wirklichkeit. Wir müssen weiter durchhalten und uns weiter für unsere Überzeugung zum Wohle aller einsetzen. Und Herr Kretschmer, das sage ich Ihnen, so einen stinkenden und verdorbenen Käse werden wir niemals unterwirken. Wir trinken lieber sauberes Mineralwasser. Vielen Dank an Dr. Ralf Latranza. Es waren heute viele Informationen, hoffentlich nicht nur bekannte, sondern auch neue, die Sie zu verarbeiten haben.